Füllt er schon bald die Lücke im Dortmunder Sturm? Erling Braut Haaland, das momentan vielleicht begehrteste Talent Europas. Angeblich war der Norweger am Mittwochabend zu Verhandlungen in Dortmund. Ist nicht ganz einfach, sich ständig zu wiederholen. Ich mache es trotzdem. Ich verweise gerne auf meine diversen Interviews, die ich bei Sky gegeben habe. Wir werden uns zu dieser Personalie, aber auch zu anderen Personalien, die im Raum stehen, zu den Gerüchten, die permanent, die wir lesen, die wir hören, nicht äußern. Unser Fokus ist auf die, insbesondere auf das Mainz-Spiel gerichtet, auf die letzten Spiele vor Weihnachten, darum geht's. Der BVB lässt sich natürlich nicht in die Karten schauen. Ein Nein zum Interesse an Haaland gibt es aber auch nicht. Ein Verein wie Dortmund und wie andere auch mögen, muss sich immer interessiert an junge Spieler überall in der Welt. Die Situation in Dortmund könnte schlechter sein. In der Champions League und im Pokal im Achtelfinale, in der Liga als Dritter 2 Punkte vor den Bayern. Am 15. Spieltag muss der BVB zum FSV Mainz 05. Ein Gegner, der hat das letzte Spiel in Augsburg verloren, aber es war eng. Die hat 5-1 in Hoffenheim zu 10 gegen 11 gewonnen. Das meint alles auch. Lucien Favre kann erstmal so richtig durchatmen. Der Schweizer hat sich und den BVB aus der Herbstkrise manövriert. Die Diskussionen um seine Person hat er mit Siegen vorerst verstummen lassen. Im öffentlichen Fokus stehen erst einmal andere. Mit Sicherheit mindestens bis zur Winterpause, vor allem Erling Braut Haaland.